die Szene oder die Aktivität, die du hier in der Stadt hast, die gibt es nicht woanders. So, und wie man das jetzt heute findet, ist auch nochmal eine ganz andere Sache, aber so, das, damit wächst man auf und trägt es dann irgendwie auch nach außen. Willkommen im Einer Profil Podcast Louvre 47. Was geht, was geht? Wie geht's dir? Alles bestens, super. Nach deinem Interview-Marathon, ich habe gefühlt, glaube ich, 5, 6 Minimum gesehen, ne? Ja, war ein paar mehr, glaube ich. Aber nervt das irgendwann, wenn man die ganze Zeit über sich selber reden muss? Ja, wenn du vor allem die gleichen 10 Fragen beantwortest. Mhm. Aber war jetzt nicht bei allen Interviews der Fall. Also hier und da gibt es mal ein paar innovativere und ein paar ideenlose. Die Welle kam jetzt wegen dem Film, ne? Ja, klar. Die Aufmerksamkeit auch. Ja. Aber du hast ja vorher auch schon regelmäßig Interviews gegeben. Mal ganz kurz dich vorgestellt, du bist Rapper. Mhm. Für uns noch spannender natürlich früher. Mhm. Bist aufgewachsen in Südberlin, Gruppestadt, mit Graffiti und Hip-Hop. Yes. Du bist 94er Bayou, hast du gerade gesagt, ne? Ja. Bist quasi mit einer Generation Graffiti aufgewachsen, ist dann so die Zeit gewesen, ab 7, wann ging's los? Ich glaube 2006, ja. Über? Über einen großen Bruder von meinem damaligen besten Freund. Mhm. Auch original hier in dem Kiez sogar, habe ich eigentlich angefangen. Hier in Goldsberg? Ja, direkt Hallisches H-Town so. Der große Bruder hat gesprüht, war aber entfernt, hatte eigentlich nichts mit dem zu tun. Hab aber immer bei meinem Bro abgehangen. Es war alleinerziehende Mom mit, ich glaube, 7 Kindern. Also war komplett Halligalli-Land so. Und der große Bruder war irgendwann weg. Damals war noch so, er ist im Schwedenurlaub. Irgendwann hat man verstanden. Wir haben seine Marker leer getaggt. Alles, was halt noch zu Hause war so. Und als alles leer war, war so, ey, wo hat er das her? Der meinte, ey, ich kenne diesen Laden da, Schlesi und so. Mhm. Erstes Mal vor Overkill gestanden. Also damals noch 2 Stores. Eingestiegen über die Straße mit Tags. Ja. Weil da gibt es ja auch verschiedene Einstiege. Ne? Ich habe gerade eben vor einer Stunde mit einem Writer hier aus Kreuzberg gesprochen, der ist auch über die Straße eingestiegen. Nee, das kam also so dann DVDs-Dingen und so, das kam dann erst später. Also das war schon eher so dieses, so was macht der da? Das war irgendwie geil. Also mein großer Bruder hat schon früher immer noch, du weißt doch, bei diesen selbstgebrannten CDs damals, so dann konntest du ja immer vorne deine Cover selber reinschieben und so. Da hat mein Bro immer schon so CD-Covers gemalt und so. Da war ich auch so, ey, wie geht es? Was ist das? Und so hat er mir das so ein bisschen erklärt, noch Jahre vorher. Deswegen so ein gewisses Bild oder eine Affinität dafür hatte ich schon. Und dann über den großen Bruder von meinem besten Freund damals das dann so hautnah erlebt. So, die hatten so ein paar Terrorclips auf YouTube, wo die so U-Bahn komplett auseinandergenommen haben und das hat irgendwie fasziniert, ich weiß auch nicht. War das, ich höre das ja oft in Berlin, ist ja oft so ein Viertelding, ne? Also man lebt in einem bestimmten Umfeld, in deinem Fall Gruppestadt, viele Kreuzberger, ne? Da gibt's ja, bei mir war halt durch diese Kreuzberg-Verbindung so, das war schon immer, sage ich mal, Kreuzberg abwärts, so Richtung Südberlin, was ich alles auf dem Schirm hatte. So diese ganze Nord-Berlin-Ecke, so, das kam dann tatsächlich, würde ich das erste sagen, dann so über DVDs, so Pure Hate DVD oder so, habe ich mir damals bestimmt 300 Mal angeguckt oder so. Das fand ich krass irgendwie. Ich weiß auch nicht, in diesen Interview sitzen, Tagesschau entern, das war lustig damals. Nee, und die haben halt, also der Film war schon auf jeden Fall einflussreich damals so. Also muss man natürlich auch erwähnen, also Criminal Minded war, glaube ich, so das, was am meisten geprägt hat, so Leroy seine DVDs. Aber ja, so was halt außerhalb von, sag ich mal, Südberlin, Kreuzberg abging, das hat man dann schon eher über damals auch noch Magazine ein bisschen, ne? So, das war so, glaube ich, bin so die letzte Generation, die noch so ein bisschen Magazine. Was hat Overkill, oder? Ja, Overkill, was halt alles damals so rumlag. Auch immer diese Billigmagazine von denen geholt, irgendwie Spanien-Max und sowas. Einfach um sich irgendwas anzugucken. Genau, da hat man schon viel gesehen, ja. Ja. Weil die Frage wird daher, das ist ja oft sehr competition-getrieben, ne? Innerhalb eines Viertels wird es schnell eng. Ja, ja, ne? Bei uns gab es jetzt nicht so viel Konkurrenz, würde ich behaupten. Also so, natürlich gab es hier und da ein paar Leute, die gemalt haben, aber du hast jetzt in Kreuzberg definitiv schon irgendwie eine engere und aktivere Szene gehabt, jetzt bei uns und im Süden so. Deswegen so das Competition-Ding jetzt nicht unbedingt, eher so dieses so, ich bin auch hier, einfach sich zeigen, irgendwas machen. Ich habe früh angefangen eigentlich mit Bildermalen so. Also die erste Phase bestimmt natürlich Tacken und sowas, aber dann schon versucht irgendwie so früh wie möglich auch Bomben zu gehen und sowas. Hall war irgendwie nie so krass mein Ding. Also natürlich auch mal hier und da gemacht, aber dann schon eher
draußen mich verbessert und ja. Hattest du so deine Master? Also ja, deine, definitiv. Ja. Also das habe ich auch bei Nico im Backspin-Interview gesagt. Ich hatte bei Overkill damals relativ schnell einen Mitarbeiter kennengelernt. Der damals war er vielleicht so 19, 20, würde ich schätzen. Ich hoffe, ich lüge nicht. Und ich war vielleicht 13 oder so. Deswegen, es war immer so ein bisschen natürlich die ersten 2-3 Jahre so ein distanziertes Verhältnis. So. Aber ich bin halt irgendwann einfach random jeden Samstag in den Store gefahren, weil ich da die Zeit hatte für. Und hab den belabert und erklär mal dies, sag mal dazu was. Und wenn er Kunden hat, kurz an den Rand gestellt. Wenn keiner, das war ja damals noch durch diese 2 Stores, war der Graffiti-Laden jetzt auch nicht so überlaufen. So. Das war schon recht überschaubar. Und genau, der hat mich dann... Der hat dich geteacht quasi. Ja, definitiv. Mehr oder weniger. Definitiv. Mit zu Halls genommen, was weiß ich, Sachen abgeguckt, Styles abgeguckt. Und von ihm auch so viel Knowledge auf jeden Fall bekommen. Und ja, umso älter ich wurde, umso enger wurde das Verhältnis, weil es dann auch umso vertretbarer war. Ich kann es verstehen, ich würde jetzt auch nicht mit einem 13-Jährigen chillen unbedingt. Das war definitiv Teacher für mich. Ja. Cool, schöne Story. Höre ich jetzt auch nicht so oft. Ja, wie gesagt, das war jetzt nicht so direkt, es war jetzt nicht so direkt, dass er sagt, ey, komm, bleib mal hier und ich erkläre dir was und so, sondern ich bin nicht schon mies auf den Sack gegangen. So. Aber so, der hat das halt gepeilt, dass mir das ernst war so in dem Moment. Und dass ich auch jetzt nicht, wie soll ich sagen, kein verstrahlter Bengel war so mäßig, sondern ich wusste immer, wie ich mich zu verhalten habe, in welchen Situationen auch immer. Und genau über die Jahre ist dann so eine Freundschaft geworden. So, und, war das so ein mäßig. Gruppending damals schon oder war das so das Einzige? Ich habe sehr lange viel alleine gemacht, ja. Auch weil ich um mich rum nicht so viele Sprüher hatte. So, das kam dann, also dieses Gruppending kam dann wirklich erst, als dann auch so meine jetzigen Jungs so in mein Leben kamen, so mit 16, 17, würde ich sagen. Bis dahin habe ich schon viel alleine gemacht. So. Und Musik, das war ja schon die Zeit, in der, ne, über die wir jetzt reden, da waren die Jams vorbei, ne? Die großen Jams waren Ich habe gestern lustigerweise erst darüber gesprochen, was man sich so zurückwünschen würde. Und ich vermisse schon hardcore die Graffiti-Box-Jam, sage ich ganz ehrlich. Das war schon damals ein geiles Happening so. Die war legendär hier in Berlin, ne? Das definitiv. Gab eine Menge zu sehen. Gutes und Schlechtes. Aber ja, das davon habe ich so die letzten Züge mitgenommen. Dazu Der Atze zum Beispiel hat damals so bei diesen Battles mitgemalt und so hat mich dann mitgenommen, 2-3 Jahre. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die letzte war diese im alten Jam noch da, gegenüber vom Ostbahnhof. Und ich glaube, danach gab es auch gar keine Graffiti war definitiv eher da, ne? Ja. Ganz klar. Ja. Also, was den Konsum angeht, nicht. Ich habe, glaube ich, Rap gehört, bevor ich gemalt habe, aber selber Rap gemacht. Da war Graffiti auf jeden Fall früher da, definitiv. Weil halt mal so, ich glaube, so mit 13, 14 angefangen, so hier und da zu schreiben. Für mich so, ich kannte keinen, der Mucke macht, so aus Spaß einfach, Rappers in Beats angemacht, einfach irgendwas geschrieben, Texte verbummelt, bla bla bla. Ja. Und mit, ich glaube 20 oder so, Anfang 20 oder so 19, 20, habe ich eigentlich angefangen dann erst. 13, 14? Ja, 20? Weiß ich, nee, ich glaube früher, ich glaube so, na, obwohl doch, ja, 2013 kommt hin, glaube ich, ja. Da habe ich, glaube ich, so die ersten Sachen aus Spaß aufgenommen. Ich glaube, richtig rausgebracht habe ich erst vor so 6, 7 Jahren, das heißt, müsste dann so 17 oder so gewesen sein. 16, 17. Erstmal ohne Unterstützung, schätze ich, oder? Naja, das war halt das Ding, warum ich das auch nie irgendwie als Sache erachtet habe, die man irgendwie machen kann. So, weil ich kannte keinen, der ein Studio hat oder der gesagt hat, ey, es läuft so und so und so. Ich glaube, industriell war das da auch gerade in der Findungsphase. Das ist so die Anfangszeit vom Streaming gewesen, als ich angefangen habe. Keiner hat mehr Platten verkauft und so. Und dann kam über einen Zufall, so ein Kumpel kannte einen, der ihn kannte, im Jugendclub gearbeitet, so. Da ins Studio gegangen. Der Klassiker, ja? Im Jugendclub? Ja, voll. Also wir waren gar nicht mehr im Jugendclub-Alter, aber ein guter Freund von meinen Jungs und mir hat halt in einem Jugendclub gearbeitet und er meinte, ey, wir haben hier ein Studio, da sitzt jeden Dienstag, Donnerstag einer und keiner will da aufnehmen gehen, aber der sitzt da, so, wir bezahlen den eh. Wenn du Bock hast, geh doch mal hoch, mach aus Spaß, so, mach für uns. Habe ich so 10, 15 Lieder, glaube ich, gemacht, die halt erstmal nur so im Freundeskreis rumgegangen sind. Dann irgendwann war so, ey, bring mal was raus, bla bla. Und dann hat man so ein bisschen geguckt, wer kennt denn wen und dann das Netzwerk ein bisschen gespannt und dann irgendeinen gefunden, der, oder irgendeinen ist so abwertend, aber jemanden gefunden, der in der deutschen Pop studiert hat und dann mit dem dort meine erste EP aufgenommen, die auf Soundcloud rausgekommen ist. So. Wie weit warst du da, wenn man jetzt so Graffiti schaut, ne? Auf welchem Level hast du das damals betrieben, als du angefangen hast zu rappen? Das hat sich schon so ein bisschen abgewechselt.
Also Graffiti war damals schon definitiv ein größerer Bestandteil als jetzt Musik machen so. Und jetzt durch die Verantwortung, die da jetzt auch mitgekommen ist, ich meine, mittlerweile essen davon auch ein, zwei Leute mehr so. Und dann musst du das auch in den Vordergrund stellen so. Mhm. Kann man auch sein lassen und kann auch die ganze Zeit nur malen gehen so. Aber gibt genug Leute, die da auf kleben geblieben sind so. Und das habe ich irgendwie mal sehr schnell als mahnendes Beispiel mitgenommen so. Also gibt es ja auch, also Anonymität spielt eine große Rolle. Ihr seid ja auch eine Crew, die jetzt auch nicht... Mhm. Selten legal malt, sagen wir mal so, da entsteht ja schon auch ein Konflikt, oder? Ja, klar. Also gibt auch massig Jungs von uns, die nicht vor die Kamera wollen. So jetzt, ob es wegen Sprühen oder anderen Sachen ist so, aber da muss man sich schon vorher ein, zwei Gedanken machen, auch wenn es nur Graffiti ist. So. Malst du dann auch weniger, wenn man dann, also umso mehr du in die Musik reingewachsen bist, umso weniger hat man dann gemalt, ist das dann? Ja, so? Also es ist nie ganz weg so, aber definitiv. Ich weiß nicht, ob es bei anderen ist vielleicht komplett anders. Ich glaube, bei mir ist eh immer so, man hat so Phasen. So. Manchmal wird man halt einfach durch Job oder andere Sachen so ein bisschen weggezogen davon, muss andere Sachen in den Vordergrund stellen. Und dann gibt es wieder so Phasen, wo du sagst, ey, ich habe jetzt so lange nichts gemacht, ich muss jetzt mal wieder. Und dann warst du vier Nächte die Woche draußen und dann irgendwann wechselt sich das wieder ab. So. Aber definitiv umso... professioneller die ganze Musikgeschichte wurde, umso weniger stand Graffiti im Fokus. Also gerade jetzt gibt ja auch ein paar Videos, ich glaube, also an eins kann ich mich besonders erinnern, wo ihr dann alle im Tunnel steht, ne? Eure ganze Gang und du rappst dort. Ich habe das, glaube ich, zum letzten Mal gesehen bei Flair, wo es das Theater gab, damals. Ja, das ist der Unterschied. Wenn den du dich, Ärger hast du aber nicht. Ja? Ne, wenn du dich mitnehmen lässt, ist was anderes. Also man weiß ja, wo man sich das erlauben kann und wo nicht. Mhm. Also oder man hat ein Bild davon, wo man sich das erlauben könnte und wo nicht. Ja. Und ich glaube, bei Flair war das schon nochmal eine deutlich provokativere Situation. Plus, er hat eine deutlich größere Reichweite gehabt als ich. So, aber jetzt vor, ich weiß gar nicht, aber ich glaube, vor einem Panel, was gemalt wird, habe ich noch nicht gerappt. Soweit habe ich es nicht getrieben. War bei ihm so, ne? Ich glaube, ja. Ja, stimmt. Plus, die wurden auch einmal da rausgeholt. So, und dann hast du natürlich auch nochmal ein Indiz mehr. Deine Crew, also. Crew, kann man das sagen? Welche Crew? Ja, safe. Die TOA-Crew, genau, ne? Genau. Was mir da schon immer aufgefallen ist, ihr habt... und da reden wir jetzt mal ganz kurz ein bisschen über Ästhetik. Ihr auf dem Berlin-Niveau Bombings gemalt, aber sehr sauber. Dann habt ihr immer sehr viel Wert auf Sauberkeit gelegt. Ne? Sagt man uns nach, definitiv. Warum? Ich glaube, die Schule. Also so alle, die bei uns drin sind, haben alle so eine gewisse Schule durchlaufen irgendwie, worauf das ankommt. Also auch einer meiner engsten Jungs so hat auch früh halt von Größeren gelernt so. Mhm. Und da halt auch Sachen mitbekommen und bei den Älteren sozusagen stand auch immer schon Sauberkeit, Style, Proportion, Pipapo, alles im Vordergrund. Vor auf jeden Fall irgendwie Quantität und sowas. Und deswegen hat es bei uns irgendwie immer eine große Rolle gespielt. Und vor allem auch, sobald du dann gemerkt hast, das ist irgendwie so der Stempel, den man sich selber aufgedrückt hat, so dann willst du das natürlich auch fortführen, so mäßig. Auch wenn jetzt, sage ich mal, das Berliner Mindset sich in der Hinsicht ein bisschen geändert hat und sich dann auch irgendwann denkt, so okay, muss ich jetzt wirklich, sollten wir nur ein Bild, was übertrieben sauber ist, malen oder sollten wir vielleicht auch rausgehen und mal 10 Dinger die Nacht wegscheppern, so Hauptsache steht da, so mäßig. Gibt es, glaube ich, keinen goldenen Weg, aber bei uns war immer so Sauberkeitsstyle immer ein großer Punkt. Und was, ich weiß nicht, ob man das jetzt erwähnen kann im Podcast, aber es gab ja immer so ein Konkurrent dazu, das Fußball-Graffiti, ne? Ja, hat, ist, also hat in unserem Umfeld hat das definitiv auch, gibt das viele aktive, die da in der Hinsicht aktiv sind, so, ich habe da meine Zeit gehabt, habe mich da aber auch dann irgendwann komplett rausgezogen, aber meine Crew steht in gar keinem Fußballzusammenhang, also auch jetzt, wenn ich mal den Moment habe, so, um das zu betonen, weil das, glaube ich, einige Leute vermuten, einfach weil das durch meine genau. Person halt irgendwie so ein bisschen vermischt wird, so, weil ich da meine Zeit hatte, aber wir jetzt Graffiti-Crew-mäßig haben gar keinen Fußballbezug. Also auch die anderen von uns, die gucken eher Football oder so. Weißt du, ist ja auch nichts Außergewöhnliches, ne? Man sieht das ja auch bei THC, da gibt es auch so ein bisschen Verbindungen, keine direkte, aber die ist auch da. Also manchmal merkt man das schon, dass da irgendwo was da ist. Ja, na, es ist halt irgendwie, ich glaube, deutschlandweit deutlich präsenter geworden in der Graffiti-Welt einfach, dieses Fußball-Graffiti ist immer größer geworden. Ich glaube, da sind auch so Szenen wie Rostock, größtenteils mit verantwortlich für, weil die das so einmal vorgemacht haben. So. Definitiv, ja. Und dann denken sich natürlich andere Szenen, andere Städte auch, müssen wir auch machen und dann rollt der Ball ja schon so. Und auf einmal hast du zwei Welten, die aufeinander prallen. Ja, obwohl ich das ehrlich gesagt nie so krass verstanden habe, so diesen Upturn gegenüber Fußball-Graffiti aus Prinzip so mäßig. Also ich verstehe das, wenn jetzt irgendwie über ein altes Chio oder sowas eine Hertha-Fahne gemalt wird, ist scheiße, aber ist jetzt nicht so, dass nicht auch irgendein kleiner Toy sozusagen
mal da sein erstes Piece über eine Oldschool-Legende malt, die nicht mehr lebt. So. Also weißt du, das kommt auch vor. So. Das passiert, das liegt in der Natur. Genau, es ist einfach diese Unwissenheit, Ungebildetheit in der Szene so. Und demnach habe ich das nie so ganz, diese pauschale Abneigung gegenüber habe ich nie verstanden. Weil ich mir dachte, am Ende des Tages machen ja alle das Gleiche. Und ich meine, ob du jetzt deinen Sprühernamen, deine Crew oder einen Fußballvereinnamen an die Wand malst, so, das ist doch deine Sache. Weißt du, was ich meine? Ich diskutiere auch nicht mit anderen Sprühern, warum sie heißen, wie sie heißen, wenn mir der Name nicht gefällt. So, weißt du, das ist doch, das habe ich nie verstanden. Also wenn es so unnötige Krossereien und sowas, da bin ich voll dabei und sag's, es ist Müll, aber es passiert auch Graffiti intern. So, wenn man jetzt Fußballszene wegdenkt, würde das genauso eine Themen geben, nur dann wären es halt irgendwelche Leute, die nicht so greifbar sind. Ja. Ich glaube, Fußball bietet eine größere Angriffsfläche, dass du pauschal sagen kannst, feiere ich nicht so. Ja, erstens das, aber ich meine, das Motiv ist, glaube ich, schon das gleiche, ne? Ja, zumal auch und so wirklich, also wenn man sich so ein bisschen, sage ich mal, in den Kreisen bewegt, man auch schnell merkt, dass halt deutschlandweit wirklich viele aktive Jungs in irgendeiner Fußballszene dann doch ihre Verwurzelung haben und auch dafür mal was gemacht haben, ja. Ob das jetzt irgendwelche Hamburger oder Jungs aus Westdeutschland sind, so, das kommt schon nicht selten vor. Das stimmt, ja. Und deswegen so habe ich das immer, diese pauschale Nummer nie so ganz verstanden. Ja, ich glaube, das ist auch erst jetzt, also ich gefühlt ist das ja auch erst in den letzten Jahren so ein bisschen nochmal mehr zusammengewachsen. Es gab auch schon mal mehr Distanz, gerade. Ja, klar, wie ich meine halt so, ne? Ich glaube, ne? Viele von so Jungs, die irgendwie durch Fußballmotivation angefangen haben zu sprühen, haben dann irgendwann sich gedacht, ey, ich habe keinen Bock, nur Fußball zu malen. Mhm. Irgendwelche Jungs, die nur gesprüht haben und dann Jungs aus Fußballszenen kennengelernt haben, dachten sich, ey, boah, auch voll die coole Subkultur oder interessante Subkultur, gehe ich mal mit oder mal was für die oder so. Ich glaube, es ist einfach so eine Sache, die sich auch entwickeln musste. Und ich glaube, Graffiti, Fußball-Graffiti ist jetzt noch nicht so seit 20 Jahren wirklich krass präsent. Mhm. So, das kam wirklich, ich habe das Gefühl gehabt, diese erste große Welle war halt durch die Rostocker. Und dann hat es nochmal so 2, 3, 4 Jahre gedauert, bis andere Städte nachgelegt haben. So. Und dann muss ich das natürlich auch erstmal entwickeln und zusammenwachsen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es deutlich mehr vertreten ist mittlerweile und auch die Leute ein bisschen besser miteinander auskommen. Oder sich auch besser akzeptieren können. Weil man sich auch verstehen lernt natürlich. Ne? Ja, klar. Was ich oft merke, wenn ich mit Berlinern rede, oder Berlinerinnen, ist, dass das Interesse für das, was um Berlin herum passiert, relativ gering ist. Ne? Ja. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich gehe mal davon aus, es wird nicht viel anders sein. Nein. Es ist komisch. Das kannst du ja auch nicht erklären. So. Aber ich habe mich irgendwie mit anderen Städten erst befasst, wenn ich das erste Mal da war. So. Vorher war das irgendwie... Also das ist so diese klassische Berliner Arroganz, glaube ich. Das Inseldasein, die man uns nachsagt, aber die auch irgendwo, also ich weiß nicht, könnte man jetzt eine Diskussion aufmachen, aber die ist auch irgendwo zurecht da, diese Einstellung. Warum zurecht? Wieso? Also Hand aufs Herz, so das, Berlin ist schon Vorreiter und Berlin ist das, wo alle Städte hingucken so und wenn du jetzt nicht unbedingt, also ich würde jetzt mal Hamburg vielleicht noch ausklammern so oder dieses diese Städteballungen in Westdeutschland so vielleicht, aber die Szene oder die Aktivität, die du hier in der Stadt hast, die gibt es nicht woanders. So und wie man das jetzt heute findet, ist auch nochmal eine ganz andere Sache, aber so das, damit wächst man auf und trägt es dann irgendwie auch nach außen. Also mich hat es einfach auch wirklich nicht interessiert. Es gab genug hier in Berlin zu sehen und genug Themen und Szene-Gossip und was weiß ich. Es gab gar keinen Grund, über andere Städte zu reden. So. Wie gesagt, ich habe so ein bisschen was so aus Hamburg mitbekommen, so diese BK-DSU-Sachen noch. Aber ansonsten war nicht viel, was mich jetzt außerhalb interessiert hat. Wie gesagt, Berlin war interessant genug. Ja, das hat mir eben auch gerade als Begründung, wir haben ein bisschen gesucht, warum das so ist und es ist genau deswegen, weil du hier halt alles hattest. Von einem krassen U-Bahn-System und einem krassen S-Bahn-System, Riesenbombings. Die Rap-Szene war zu dem Zeitpunkt ja dann auch an dem Punkt angekommen, wo das wirklich Hauptstadt war sozusagen. Mhm. Hat sich ja auch erst 3, 4 dann reinentwickelt, so langsam. Ne? Mhm. Wenn du alles hier hast, warum sollst du dann über den Teller angucken, wenn es alles hier gibt? Ne? Ja. Also wie gesagt, wenn es jetzt nicht irgendwie darum geht, Systeme abzuhaken oder sowas, zwingt dich oder hast du jetzt irgendwie keinen großen Drang in Deutschland rumzufahren, so irgendwie. Also sowas bei mir, ich meine, es gibt ja auch ganz andere Leute, die jetzt irgendwie gefühlt in ganz Deutschland überall Holz malen und Hauptsache, die kommen ein bisschen durch die Welt und ist so ein Wochenend-Happening für die so, aber von dem Schlag war ich nie und wie gesagt, so, man ist maximal eigentlich in andere Städte gefahren, weil man irgendwo jemanden kannte und dann da irgendwas, ein System machen konnte. Bist du viel über Graffiti gereist? Über Graffiti tatsächlich nicht, also ich bin viel gereist und habe dann immer so versucht, da mein Ding zu machen, aber mich selten jetzt irgendwie, weil ich jetzt, weiß ich nicht, in Paris den und den kenne, dann nur für das System dahin fahren. Ich versuche dann schon mir auf jeden Fall da Sachen anzugucken. Also ich fahre lieber irgendwie 14 Tage
Südamerika oder was weiß ich, ein paar Wochen nach Südostasien oder sowas. Hm. Und gebe mir dann da alles und lass Graffiti so ein bisschen stattfinden nebenbei. Hm. Als dass ich jetzt sage, ich fahre jetzt einen Wochenendtrip in die Stadt und noch einen Wochenendtrip nach Mailand und noch eine nach London, nur um das System zu machen oder so, weißt du? Hm. So, wenn man hier und da mal einen kennt, was ja ab und zu mal vorkommt, so, dann nimmt man das mit. Aber ich bin auch gar nicht sauer, wenn ich jetzt einen Urlaub verbringe und da keine Kiste gemalt habe oder so. Hm. Und irgendeine Wand findest du immer so, also ganz sein lassen tut man sonst doch nicht so, mhm. aber es steht dann schon irgendwie bei vielen Urlauben, die ich gemacht habe, jetzt so in den letzten 2-3 Jahren, irgendwie dieses, sich die Kultur und das Land angucken, steht schon irgendwie mehr im Vordergrund. Oder halt auch zu entspannen. Das ist natürlich auch ein großer Punkt an Urlaub, ne, so, den man nicht vergessen sollte. Ja, unbedingt. Ja. Hast du eigentlich dein, das, was du so malst, also viele reproduzieren das ja über Instagram und online allgemein, ne? Das ist zwar für dich auch nie ein Thema, oder? Ja. Ich sehe von dir, also man muss schon suchen. Ne? Ich weiß, dass es die Pieces alle gibt und gab, aber seit Street Fights ist ja auch viel wieder weg und so weiter. Boah, ne? Street Fights, krass. Ja, ja, Mann. Ich will fast was Falsches sagen, ja. Nee, das ist schon eine. Wieso, was wolltest du sagen? Herzen grüßen. Ja, nee, war schon, also Street Fights war eine lustige Zeit damals, auch noch mit diesen Rubriken so, Rolling Trains und was rollt und bla bla, und dann konnte man immer straight reingehen und sobald irgendjemand gespottet hat, hatte man Takt so und so, das war schon auf jeden Fall, das vermisse ich so, diesen forumartigen Austausch, den vermisse ich so ein bisschen jetzt auf so Instagram-Plattformen oder sowas, aber irgendwie hat es das auch so ein bisschen nerdig gemacht, so dass das jetzt weg ist, hat auch irgendwie so seinen eigenen Charme. Aber ja, also wir haben so Crew-Seiten. Ich sag bewusst Seiten, aber eigentlich sind alle tot. Also das steht bei uns gar nicht. Was gerade vor dem Gespräch zu dir meinte, so, das ist, wir sind keine Gruppe, die sich jetzt irgendwie krass daran aufgeilt oder sowas. Wir machen so, man macht das mehr für sich. Es gab ab und zu mal ein paar Videos, und, ne? Ja, so. Also ich habe es halt vielen in Musikvideos am Anfang mit eingebaut und so. Oder bei CMD waren wir mit drauf, glaube ich. Ansonsten sind wir recht rar vertreten auf so medialem Output. Mäßig. Ich persönlich war zum Beispiel eh mal so einer, ich habe zwar meine Fotos gemacht und so, aber ich kann dir nicht sagen, auf welchen Festplatten jetzt was liegt und sowas, weißt du, das ist so, ich bin, gibt Jungs bei mir, die haben so alles sortiert nach Datum und Jahr und Monat und Pipapo und also auch deine Sachen? Ich war, ja, ja, klar, so, wir haben so einen, der quasi die Crew-Sachen verwaltet so und deswegen, ich persönlich war nie groß jetzt auf Fotos sammeln, Videos sammeln und Hauptsache Output irgendwie auf Social Media oder sowas. Aber vielleicht auch, weil ich mein Rap-Ding dann irgendwann hatte auch und ich das irgendwie jetzt nicht nötig hatte, mir jetzt da meine Bestätigung abzuholen. Hm. Ich glaube, ich meine, am Ende des Tages kann jeder sagen, was er will, aber es geht ja viel um Bestätigung, so, die man sich holen will oder so. Anerkennung für das, was man tut. Hm. Und natürlich kriegst du das jetzt über so Online-Plattformen oder sowas deutlich schneller. So lädst irgendwas hoch, hast 5 Minuten später Feedback, so, weißt du, und bis jetzt wirklich jemand in echt an deinem Bild vorbeiläuft, in irgendeiner Seitenstraße, in deinem Kiez, so, ist ja nicht zu vergleichen. Naja. Und deswegen glaube ich, ist auch irgendwie eine logische Konsequenz, dass sich das so entwickelt hat. Ich glaube, was ich auch noch bei deiner Generation oft höre, ist, dass man sich historisch und kulturhistorisch, ne, sehr stark damit beschäftigt, ne, dass man das konsumiert im Sinne von, ne, also es, aus der Szene heraus kommt ja schon viel, ne. Nimmst du das mit? Früher mehr als heute. So heute eher so, wenn man was in die Hand gedrückt bekommt oder so. Letztens hatte ich das neue Buch von Smooth Sea in der Hand, als ich ihn getroffen habe, so, und da mal reingeguckt, oder dieses One-Up-Buch mit Martha Cooper, so, das hatte ich in der Hand. Moses Tubbs, das Rust-Buch habe ich verschlungen damals so, aber auch, weil ich den persönlich halt sehr krass fand, so, und ansonsten war ich auch eher so reinschnuppern und weitergeben, so, aber ich habe jetzt kein fettes Bücherregal mit Graffiti zu Hause. Und Style war aus, Wild Style und so weiter, Subway Art. Zu lange geguckt, aber ich wollte gerade sagen, also das ist ja für viele, sind das ja so die Einstiege. War bei mir gar nicht der Fall. Nee, nachträglich halt geguckt, aber dann hat es mich nicht mal krass gecatcht, sage ich ehrlich, aber ist vielleicht auch so ein Generationending, so, ich weiß nicht. Und es war dann auch zu dem Zeitpunkt, als ich das geguckt habe, hat es mich nicht mehr überrascht, weil ich ja schon Graffiti gemacht habe. So. Also es war nicht mehr so, boah, das, was die da machen, finde ich cool, will ich mal ausprobieren, weil man hat es ja schon ausprobiert gehabt. So. Als Unlike You rauskam, warst du, müsstest du... Unlike You habe ich komplett mitgenommen. Ja, ne? 15, ja. 16 warst du, boah, da? Boah, keine Ahnung, weiß nicht mehr. Ungefähr. Vielleicht auch ein bisschen früher, ich weiß nicht. Weil das war ja der Film, ne? Deiner Generation damals. Shoutouts auf jeden Fall. Also wir waren da schon am Machen und aktiv und so, aber das war schon nochmal...
schon sehr geiler Einblick, glaube ich, auch für Außenstehende in diese Kultur und in das, was dahinter steht. Hast du Whole Train damals mitbekommen? Ja, safe. Achim ist cool, Achim kommt mit. Ja. Ja, ist auch vor ein paar Tagen erst drüber unterhalten. Also jeder hat es geguckt, jeder kann mitsprechen, aber es war dann trotzdem irgendwie so halb wack und halb cool so. Mhm. Olle Elias Ambarek, Alter. Krass. Ja, weil gerade eben, ne, wenn man jetzt Sonne und Beton guckt, das sind ja nicht Ähnlichkeiten in der Bildsprache oder in der Story, aber da wird ein Film über etwas gemacht, ne, etwas Subkulturelles, ne, und man guckt dann immer, okay, wie authentisch wird sowas dann auch dargestellt. Mhm. Ne, und wenn du dann mal selber mittendrin steckst in so einem Dreh und wahrscheinlich auch gemerkt hast, ich habe es ja oft gehört, auf Authentizität wurde da auch großer Wert gelegt. Mhm. Ne? Also wie authentisch ist das dann am Ende gewesen, was da über die Gruppe Stadt erzählt wird? Da ist schon eine Menge Arbeit reingeflossen. Ja, so, ne? Die haben den U-Bahnhof komplett neu verkleidet, dass der so aussah wie früher, so mit Fake-Beton verputzt und sowas. Der dann wieder besprüht wurde mit Sprühern, die damals aktiv waren. Uns haben die geholt. Mhm. Also jetzt auch abseits von meiner Schauspielsache, ja, ja, einfach um halt auch so ein bisschen Sachen zu hinterlassen und im Bild zu platzieren, die halt früher wirklich da waren. So, mir ist ein paar alte Jungs von früher mitgezogen. So. Wer hat da mitgemalt? Das Set war eigentlich, also ich glaube, diese Hauptmaler-Sachen, so, das war alles von Akte. Mhm. Dadurch, dass man sich eh schon kannte, war das voll entspannt so. Die sind dann separat zu Akte, sind die auch nochmal auf uns zugekommen, weil die halt so ein bisschen Bedenken hatten, dass wenn alles wirklich aus einer Hand ist, dass das dann sehr platziert und inszeniert aussieht so. Mhm. Und bei dieser Bahnhofsgeschichte haben wir dann quasi auch noch so ein paar Sachen mit eingebracht, so von früher. Aber trotzdem, sonst hat Graffiti jetzt da keine tragende Rolle gespielt, ne, in dem Film? In dem Film? Ja. Nö. Also ein Charakter von den vier Hauptrollen von den Kids, so, der schmiert ein bisschen so. Mhm. Aber ansonsten, das war jetzt nicht, ich glaube, das war eher so ein Gimmick, so für den Charakter im Film. Ja, ja. Wir haben uns jetzt relativ oft unterhalten über das Line-Up vom Splash-Festival. Und so ein Festival wie das Splash ist ja jetzt auch ein Gradmesser, was so den Musikmarkt angeht, allgemein, was Deutschrap angeht und so weiter. Ne? Und du stehst da jetzt nicht allein auf Flight of Flur, aber es ist schon überraschend, wie erfolgreich du dann am Ende trotzdem bist mit dem, was du inhaltlich so vermittelst und mit deinem Sound und so weiter. Ne? Ist ja schon ein Sound gewesen, den man lange nicht gehört hat auf dem Festival. Ja, ich glaube, dass generell einfach auch viele Leute auch industrietechnisch am Anfang ein Problem hatten, mich irgendwie zu verstehen. Hm. So, die hatten irgendwie das Gefühl, da ist was, das ist irgendwie cool, aber so richtig einsortieren und was machen wir damit, wie arbeiten wir so ein Thema, so, das war immer das große Problem bei uns. Und jetzt so mit der Zeit, ich habe das Gefühl, man hat jetzt wirklich sehr viel Zeit und Jahre darin investiert, sich so seine eigene Schublade aufzumachen. So, ich sage ja auch oft genug, dass ich nicht so ein Fan von diesem Schubladendenken bin und ich habe so, glaube ich, das Gefühl, dass so jetzt langsam habe ich so meine eigene Nische aufgemacht und die Leute verstehen es besser, so, ja, ja, definitiv. Ich habe natürlich auch an meinen Inhalten gearbeitet, das muss man auch dazu sagen, also ich habe auch bewusst jetzt nicht mehr 10 Tracks über Graffiti oder sowas, sondern halt auch einfach gelernt, irgendwie mehr Dinge aus meinem Leben zu erzählen, so, weil damals war das halt einfach so, okay, über was rapp ich so mäßig, dann erzähle ich halt das, weil andere Sachen konntest du nicht sagen oder so. Und ja, da ist man dann irgendwann einfach auch ein bisschen breiter geworden, um das, glaube ich, den Leuten auch zugänglicher zu machen. Die Straße steckt halt drin, ne? Man riecht es halt trotzdem immer in der Musik. Ne? Ich glaube, wahrscheinlich auch irgendwie eine relativ untypische oder nicht so oft vertretene Art und Weise, über diese ganzen Themen zu sprechen aus dem Kosmos. Also es geht ja jetzt, ist jetzt nicht unbedingt so ein Representer-Straßending, so dass ich sage jetzt, ey, hier mein Viertel ist das krasseste in Deutschland und ich bin der Überdon in meinem Blog so mäßig, sondern halt einfach so ein bisschen aus der Außenperspektive so ein bisschen Hintergründe zu so Geschichten auch ein bisschen aufzuzählen und ja, Backstories mit einfließen zu lassen. Wie schreibst du? Zu Hause? In Ruhe? Oder? Komplett unterschiedlich. Ich schreibe in Sessions, wenn ich mit Produzenten Sessions mache, da mache ich oft einfach Demos, meine Hook, mal ein ganzer Song, mal nur ein Part. Dann gibt es Abende, wo ich irgendwie dann, keine Ahnung, zu Hause sitze am Laptop, irgendwie Beats durchhöre, die ich noch habe, oder ich gehe auf Beatstars oder so und höre einfach mal bei ein paar Produzenten durch, die ich auf dem Schirm habe. Und wenn mich irgendwas catcht, dann schreibe ich auch da mal so einfach irgendwas, so mein bis dato, sag ich mal, erfolgreichster Song, das ist ein Beatstars-Beat, den habe ich irgendwie 3 Uhr nachts gemacht, so auf komplett jetzt ohne Stress und ohne Hektik. So. Weil ich hatte jetzt mit Morlock auch das Thema, Morlock Dilemma, also er ist ja auch so ein Typ, der alles versucht selber zu machen, ne? Oder beziehungsweise es geht gar nicht um Versuchen, es geht ja um, er hat glaube ich gar keine andere Möglichkeit, das alles selber zu machen. Das ist bei dir genauso oder gibst du dann schon auch viel ab?
ich habe so gestartet, weil mir das sehr wichtig war, aber mittlerweile habe ich auch auf so Positionen wie Merch oder jetzt Bundles verpacken, verschicken, habe ich weil zu viel geworden ist, oder? Naja, ich habe irgendwann halt einfach jemanden noch ins Boot geholt. So, liebe Grüße an Bieler an der Stelle so, der mit dem mache ich die Produktion zusammen, der ist für mich so der Draht in die Türkei, was die Produktion von Merch überhaupt angeht. So, das wird dann alles abgewickelt und sobald es hier ist, so, wir sind beide im Shop-System drin, kümmert er sich quasi darum, dass die Bestellungen verpackt und verschickt werden. Aber ich habe auch straight aus meinem WG-Zimmer damals meine Scheiße selber verpackt und rausgeschickt, bis es halt irgendwann anstrengend wird und dir auch dann mehr Zeit nimmt, als es gut ist sozusagen. Also es ist auch immer irgendwie, je nachdem, was halt auch gerade los ist in deinem Leben, ist es halt machbar oder halt nicht. So, umso größer die Auflage wird, umso nerviger ist es dann auch irgendwann. Aber ich versuche schon hier und da mal, nimmt man sich mal ein paar Kartons im Lager, tagt mal ein bisschen drauf rum, mal ein paar Umschläge auf ein paar Artikel, einfach mal ein paar Sachen hinterlassen so und dann freuen sich die Leute schon, weil sie halt einfach merken, so du bist noch auf jeden Fall noch mit da drinne. Das kommt nicht aus irgendeinem Lager, aus irgendeiner x-beliebigen Stadt so. Genau. Also, dass das irgendwie noch aus unserer eigenen Hand kommt, war mir sehr wichtig. Deswegen habe ich halt irgendwann gesagt, ich hole einfach jemanden dazu. Ja. Genau. Aber also, ich feiere jeden, der sich den Hustle antut. Das alles selber zu machen, meinst du? Ja, voll. Ich feiere das, das ist cool. Ja. So, du kriegst halt wirklich was von dem Artist, den du feierst. Ja. So, das ist, du hast wirklich was von dem in der Hand, was der sich A, überlegt und konzipiert hat und wo er sich auch noch die Mühe gemacht hat, dir das zuzuschicken. So. Also, ganz am Anfang, ich habe über Insta-DMs und PayPal einfach irgendwelche CDs noch verschickt und sowas so, als man so 100 Stück gemacht hat oder so. Und davon sind teilweise Leute heute noch am Start und sagen so, ey, hier, komm zum Konzert, bring die CD mit, sag, weißt du noch damals und so. Und ich finde, es schafft irgendwie besondere Momente, gerade für Leute, die so wirklich von Anfang an am Start sind. Was glaubst du, warum, also wir hatten es ja gerade eben lass es mal ganz beim Splash bleiben, da ging es speziell darum, dass auch Artists im Lineup sein sollen, die diesen Straßen-Background haben, ne? Die den Sound auch fahren und so weiter. Ne? Und dass das sehr selten geworden ist, weißt du? Also ja, ich glaube einfach, dass generell, ich glaube, dass es einfach generell in Rap gerade nicht angesagt ist, Straßenrap zu machen. Ich habe das Gefühl, jetzt gerade ist so ein Zeitalter, so dieses so Party-Marty, Elektro-Teile schmeißen und so. Ich habe das Gefühl, das ist gerade so der Zeitgeist nach dieser Autotune-Welle. Geht es schon irgendwie, habe ich das Gefühl. Das sind ja immer so Epochen. Und wenn du dich erinnerst, früher, als so die Arzt-Musik-Welle kam, so, das war genau so eine Zeit, wo sich das so abgewechselt hat. Es war auf einmal haben die Leute das gefeiert und das hat so seinen Platz gefunden. Und ich habe das Gefühl, jetzt so, es ist auch irgendwann nicht mehr so einfach, noch einen draufzusetzen. Weißt du, du musst dann schon so Mucke machen wie jetzt irgendwie Koya Goldstein oder sowas, um dann nochmal da dich hervorzuheben, weil jetzt irgendwie über Pushen und Geld machen und ich bin hier cool, ich bin da krass, ich mach das, ich mach jenes, das ist doch, haben doch alle schon erzählt. Weißt du, auch deswegen, was ich meinte, ich find's dann interessanter oder gib mir Mühe, das bei mir dann halt so einfließen zu lassen, dass ich sage, ich mach so, sondern so ein bisschen, warum passiert, was passiert und was sind die Hintergründe zu den ganzen Geschichten, die so stattfinden. Und deswegen, ich habe gerade das Gefühl, Straßenrap ist eh gerade nicht so das Nummer 1 Ding in Rap, im Rap-Kosmos. Rap ist ja eh unfassbar groß geworden, seit man irgendwie so die Hauptsparte geworden ist und jetzt sich so Pop und was weiß ich alles auch daran orientiert und alles ist ja immer verwaschener. Ja. Also wenn du dir, ich weiß nicht, Deutschrap brandneu anhörst, so, da ist ja nicht Rap drin, also nicht nur Rap drin. So, weißt du, das ist ja mittlerweile einfach so ein Sammelbecken und die Leute werden da reingeschoben, weil das gerade ein sehr zugängliches Ding ist. So. Da weil es ja auch sehr komplex geworden ist, ne? Wenn man sich das Line-Up, bleiben wir nochmal bei Splash anguckt, das ist ja sehr, sehr komplex, ne? Und du spielst ja mit einem Tilo und in demselben Line-Up am Ende, ne? Und Tilo ist ja ein ganz anderer Sound, ganz anderer Hintergrund. Ja, ne? Aber so, es hat natürlich auch irgendwie seine Daseinsberechtigung alles. So, und das würde ich schon definitiv noch im Rap-Kosmos einordnen. Also ich finde, da gibt es ganz viel speziellere Ausflüge. So, ich kann jetzt nicht mal einen Namen nennen, so, aber da ist, weißt du, sind auch einfach Pop-Leute auf dem Splash so und ist auch cool, also ich habe prinzipiell nicht mal was dagegen, weil ich finde so, wenn für jeden was dabei ist, ist auch cool und ich bin froh, also das Splash, von dem ich jetzt erzählen werde, das kenne ich nicht aus meinen eigenen Augen, aber halt so von früher, so YouTube-Videos oder sowas, aber ich bin froh, dass jetzt vor der Bühne nicht irgendwie nur Leute stehen, die den Arm heben und yo, wir sind hier alle Hip-Hop und ich trage
mein Snapback-Cappy rückwärts und meine Baggy-Jeans tief so, Alter. Das ist so, ich bin schon froh, dass sich das auch so ein bisschen so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat. Aber ja, ich kann auch verstehen, wenn Leute das irgendwie von außen komisch finden oder sich damit erstmal anfreunden müssen, dass das so ein breiter Mix ist. Aber so wie du gerade meintest, so Rap ist einfach auch eine riesen Bubble geworden mit ganz vielen verschiedenen Töpfen und Genren, Szenen und ja, das ist, glaube ich, eine sehr undankbare Aufgabe für so einen Booker, da echt was auf die Beine zu stellen, was jeden zufriedenstellt. Also wenn man sich mal so ein bisschen die Kommentarspalten unter so Festival-Booking-Announcements durchliest, da ist ja egal, bei welchem Festival du guckst, die Leute sind unzufrieden, weil man nicht der kommt, den sie sich jetzt gerade gewünscht haben. So. Aber das liegt an der Komplexität, ne? Ganz klar. Ja, weil auch jeder Spaß seine Meinung ins Internet schreiben kann. Das also kommt das dazu, so, ja. Ja. Das müsste man wahrscheinlich dann schon einfach abschalten. Dann komm halt nicht, wenn es dir nicht gefällt. So. Das ist eigentlich, glaube ich, für jeden immer was dabei. Ja, weil gerade sagt, Paula Hartmann, habe ich auch so einen Moment gehabt am Splash, wo dann so merkst, so, ey, ja, von einem Straßenrap-Artist zu ihr. Weißt ja, du? Aber also ich hatte mit Paula war ja beide Wochenenden letztes Jahr da. Beim ersten haben wir auch zusammengespielt und vor ihrem Auftritt am ersten Wochenende, das war da, wo sie auch gebucht war quasi, beim zweiten ist sie eingesprungen und da war sie davor auch so, boah, ich weiß nicht, ich hab Angst, ich gehöre hier gar nicht her und so, weißt du? Und da habe ich auch gesagt, so, guck mal, wer hier noch spielt, so, du bist hier schon richtig, so, weißt du? Und am Ende des Tages vor ihrer Bühne standen auch genug Leute, also beim zweiten Wochenende kann ich es nicht beurteilen, da war ich nicht mit dabei, aber da standen auch massig Leute vorne und da standen auch auf jeden Fall stabile Atzen im Publikum, Alter, die da so Paula Hartmann Ultras rumgeschrien haben, wo ich mir dachte, ey Dicker, ich hab eigentlich gedacht, du gehst Celo und Abdi gucken jetzt gerade und du stehst aber hier, weißt du? Und wenn ich sowas sehe, dann denke ich mir noch viel mehr zurecht. So, also ich glaube, sie macht eine Musik, die einfach junges Publikum anspricht und junges Publikum hört halt heutzutage einfach auch Rap. Ihre Musik ist jetzt auch nicht so weit weg, es ist natürlich Pop und was anderes als jetzt irgendwie Straßenrap, aber es darf da schon stattfinden und es gehört da auch hin, finde ich, bei der Relevanz, die sie jetzt zum Beispiel aktuell hat oder hatte letztes Jahr so. Ja. Ich glaube, die wird jetzt nicht abnehmen, sondern eher mehr werden und deswegen ist irgendwie ihr Dasein da schon absolut berechtigt. Aber beim zweiten Splash, wo sie gespielt hat letztes Jahr, beim zweiten Wochenende, da hat sie halt nicht Codec, sondern wie heißt er, Trippie Redd, glaube ich, ersetzt. Ja gut, wenn jetzt da vor der Mainstage irgendwie Trippie Redd-Fans stehen und dann kommt Paula Hartmann, naja, logisch, dass die jetzt irgendwie damit jetzt erstmal irgendwie umgehen müssen oder sich dann überlegen, bleibe ich jetzt hier und gucke mir das an oder gucke ich, was jetzt noch gerade zeitgleich spielt. Aber sie hat das schon perfekt gemacht, also einfach auf die Bühne gegangen, hat gesagt, ey, ich weiß, ihr wollt den und den gerade hören. Jetzt bin ich hier, er ist nicht da. Lass uns Spaß haben zusammen. Hat einen Song von ihm in ihrem Set gespielt so und ich glaube, die hat da schon alles für getan, um das richtig zu meistern da. Was hältst du eigentlich von dieser Moshpit-Kultur? Ich feier. Ja? Ich feier, definitiv. Das ist ja das, was ich meine. So, das ist dieser Rap oder dieser Hip-Hop, wo dann einfach nur Leute vor der Bühne stehen, dir zugucken und dann den Arm heben und alle den zeitgleich auf und ab bewegen und so. Das ist ein bisschen abgelöst durch die Moshpits. Genau, und das, ich meine, das ist auch cool bei so, sage ich mal, ruhigeren Sachen oder deeperen Sachen ist das auch cool, aber ich bin schon froh, dass das alles so ein bisschen lockerer, punkiger geworden ist im Rap. So. Einfach, weil da viel mehr und noch mehr Stimmung aufkommt, als man das früher, glaube ich, gewohnt war. Also ich war früher nicht auf Rap-Konzerten zu dem Zeitalter, aber ich bin froh, dass es so ist. Ich habe angefangen, das wahrzunehmen, so über Suicide Boys Konzerte und so und war schlimm geflasht und dachte mir, okay, das muss auch bei uns muss das auch so sein. Ich glaube, so ging das auch vielen, vielen deutschen Artists oder so New Wave Artists, die aktuell am Start sind, die da halt Wert drauf legen und sofern es das Soundbild her, gibt es ja auch immer so eine gewisse Tempo und Beatfrage. Aber sofern es der Song hergibt, Alter, immer aufmachen und durchdrehen. So. Die Leute sollen ja Spaß haben bei dem Konzert. So. Ich mag das nicht, wenn die so dir anderthalb Stunden zugucken und dich so anhimmeln, als wärst du so ein Museumsobjekt. So. Sondern es soll einfach ein Happening sein für alle. So. Die sollen genauso viel Spaß haben, wie man selber auf der Bühne hat. Und da gehört sowas definitiv dazu. Also ich würde es vermissen, wenn es nicht da wäre. Ich wollte gerade fragen, hast du eigentlich damals Deutschrap konsumiert, als du angefangen hast? Ja, klar, in jüngeren Jahren definitiv die Agro-Sachen. Okay. So Berliner halt, so, da sind wir wieder beim Thema. Ne? Okay. So, man hat nicht nach außerhalb geguckt. So. Ja.
definitiv Agro. Sekte. Woher? Sekte ein bisschen weniger. Dann erst so rückwirkend, so ein bisschen über Sido quasi dann so ein bisschen sich das reingezogen. Mhm. King of Kings Tape, Sonny Black damals noch. Schade, was da, wie man seine Karriere wegwerfen kann, aber so halt die Ur-Berliner Sachen schon. Und dann später Frankfurt hat mich auch mies gecatcht. So diese ganze Aslaks-Ecke und so, das habe ich schon sehr gefeiert. Weil das sind ja trotzdem alles Artists, wo Graffiti jetzt, also speziell diese Rap-Fu. Graffiti hatte da gar nicht, es hatte gar keinen Grund, nein. Nee. Ich war nie so dieser Graffiti-Rap- Hörer, so, oder suchen nach Rap mit Graffiti-Bezug. Also too so. Strong und was. Nein, also kenne ich, da könnte ich dir was sagen. So, ich glaube, die hatten so einen Song Stahlbeton oder sowas. Das war da lange alleine, genau. Ja, den fand ich cool. Aber halt auch dann früher so mäßig mal so gehört. Aber es war jetzt nicht so, wo ich versucht habe, mir jetzt über Kontakte die Alben und sowas zu klären damals. So. Das waren schon eher so die Agro-Sachen und sowas. Ja. Wo du ja aber bei Agro war es ja auch geil, so, die hatten ja ihren Einfluss. So, die haben das ja versucht, auch immer irgendwie einzubinden und deutlich zu machen, von wo sie kommen. Und da hat der Graffiti jetzt auch nicht gerade eine kleine Rolle gespielt, so. Fand ich von außen so. Zumindest was so alles um Flair herum gemacht wurde. Und weil du es gerade angesprochen hattest, du versuchst ja schon, ne, wenn man jetzt gerade in die neuen Sachen reinhört, da spielt Graffiti nur noch, ich will jetzt sagen nur noch, aber jetzt erstmal aktuell eine untergeordnete Rolle. Man hört es schon noch ab und zu heraus, aber das ist eine bewusste Entscheidung gewesen, habe ich so definitiv richtig rausgehört. Ne? Aber halt auch, weil es ist nicht mehr mein Lebensmittelpunkt. Also es war, glaube ich, zu keiner Zeit mein hundertprozentiger Lebensmittelpunkt. Es war aber auf jeden Fall eine deutlich präsentere Sache in meinem Leben als heute. Es ist nicht, ist nach wie vor mein Background so. Wie ich auch gesagt habe, es geht nicht ganz raus. Ich glaube, jeder, der sprüht oder gesprüht hat, kennt das so. Wie oft passiert es, dass Leute, die 10 Jahre inaktiv waren, auf einmal wieder voll sich reinsaugen lassen so. Deswegen ganz weg ist es nie. Aber es ist jetzt definitiv einfach auch, weil man mehr Sachen machen will, einfach nicht mehr so der Mittelpunkt. Wie gesagt, es fließt mal eine Zeile ein, es fließt mal ein Song ein, aber es gibt mittlerweile sehr viele Lieder, die absolut gar nichts mit Graffiti zu tun haben. Worüber ich aber auch froh bin, weil das halt mich als Artist deutlich zugänglicher gemacht hat und auch die Leute besser verstanden haben, ja, was dahinter steckt. Weil es halt auch, wie gesagt, nicht das Einzige ist, worüber man reden kann. Und ja, man kann das auch so verstehen, dass du die Mucke lange für deine Jungs gemacht hast und deine Crew, und dein Umfeld, dein direktes Umfeld, also nach innen gestrahlt hast, ne, mit dem, was du gemacht hast. Und jetzt natürlich ein viel breiteres Publikum hast und natürlich auch willst, dass sie dich verstehen. Ne? Ja, natürlich. Oder? Darum geht's ja. Also das geht ja miteinander einher. Ne? Mhm. Wenn du jetzt, wenn ich jetzt irgendwie dreimal No Face, No Name EP gemacht hätte, so, dann hätte ich wahrscheinlich nur dieses eine Sammelbecken. Mhm. Aber dadurch, dass ich früh angefangen habe, immer mal auch ein bisschen Ausflüge zu machen, ob thementechnisch oder soundtechnisch, hat man halt angefangen, das einfach immer breiter werden zu lassen. Und da musst du natürlich auch überlegen, wie du jetzt jeden immer abholst. Also das bei mir zum Beispiel, wenn ich irgendwie eine Platte zusammenstelle oder sowas, wie jetzt aktuell gerade halt auch ein Thema, dass ich sage, ey, ich will nicht ein Soundbild und ein Thema auf eine ganze Platte fahren, sondern ich will wirklich alle Töpfe, die ich mir selber aufgemacht habe, auch so mit einem Album abdecken und immer mal wieder was anderes machen. Und ich glaube, Leute, die jetzt hinterm Block gehört haben, hier den Soundtrack von Sonne und Beton, da gibt es einige bestimmt, die sagen, ey, warum rappt der nicht mehr so aggressiv oder so Dinger, die nach vorne gehen und so. Aber kommt auch wieder. Also weißt du, ich halte mir das einfach offen und ich will zu jeder Zeit machen können, worauf ich selber Bock habe und mich da jetzt irgendwie nicht geißeln lassen von einem Stil, den ich mir selber aufdrücke. So, denn ich versuche dann eher wirklich verschiedene Filme zu fahren oder Stile zu fahren und die auf mich selber umzumünzen. Also immer, dass ich das dann so vertretbar wie möglich rüberbringe oder dann halt auch meine eigenen Einflüsse mit reinbringe. Und sofern ich mir da selber irgendwie in den Spiegel gucken kann, habe ich da gar kein Problem damit, irgendwie so breit wie möglich aufgestellt zu sein. Weil gerade mit Erfolg kommt ja auch eine Erwartungshaltung, ne? Ja, klar, wann machst du wieder das und das? So, bei mir kam oft die Frage, wann kommt Nixes Gut 2, so mäßig so. Das war halt damals dann auch einfach nur eine Nische, die man aufgemacht hat, so mäßig, und die Anklang gefunden hat. Und mittlerweile wurde das dann abgelöst auch wieder. Also dann würde ich, glaube, wenn ich jetzt 3 Songs machen würde, die nur nach vorne gehen, fragen wieder welche, ey, wann machst du was Ruhiges, Melodisches, so. Deswegen, ich versuche einfach immer das zu machen, worauf ich Lust habe und da so eine gewisse Abwechslung drin zu haben, um wirklich jeden abzuholen, der in irgendeiner Art und Weise
eine Facette von mir feiert und sich die öfter anhört. So. Kriegst du eigentlich mit, was nach dir jetzt gerade kommt? Also Generation hinter dir? Ja, also ich versuche auf jeden Fall, mir irgendwie ein Bild zu machen und alles mitzukriegen. Ich höre selber eigentlich fast nur Ami und UK-Rap so, aber ich würde lügen, wenn ich nicht irgendwie Freitagvormittag oder Donnerstagnacht mir mal angucke, was jetzt so die anderen alle rausbringen und was noch so stattfindet. Ab und zu findet man mal jemanden, man freut sich auch manchmal so jetzt, vor ein paar Wochen habe ich auf Insta einen Jungen gefunden, so der bei uns unten auch aus dem Süden kommt, so mäßig, wo ich mir auch dachte, ey krass, so, und der ist noch voll klein, so mäßig, aber ist richtig fresh und da freut man sich dann auch mal, wenn man irgendwie was findet, was einen jetzt nicht nur irgendwie Kopfschütteln lässt, so. Davon gibt es schon sehr viel auf jeden Fall. Seid ihr dann in Kontakt? Schreibst du ihn dann? Oder so, die? Ach, man, diese, kennt man doch diese Standardfilme, man kommentiert mal rum, gibt sich Props, so dies, das, aber da geht's mir im ersten Moment einfach nur darum, irgendwie, ey, ich feiere das, ich finde das cool, irgendwie so ein Zeichen geben, so ey, ist fresh, was du machst, so. Und mehr muss es dann auch am Anfang erstmal nicht sein, so, weißt du? Und wenn die Wege dann irgendwie zusammenführen, dann ist es so. Und wenn nicht, dann auch gar kein Stress. Weil gerade diesen Overkill-Moment, ne? Diesen, der 13-jährige Louvre steht. Ja, ja, klar. Im Store. Ey, voll. Hm. Ja, das, natürlich könnte man irgendwie auch Leute an die Hand nehmen, aber ich sehe mich da jetzt noch nicht in der Position, irgendwie auf Mentor zu machen oder sowas. Nee. So, ich bin noch voll auf meinem eigenen Weg. Hm. Ich habe genug Leute um mich rum, die ich unterstützen kann und unterstützen will in erster Linie. Hm. Da muss ich jetzt nicht unbedingt jemanden noch suchen und versuchen irgendwie zu co-sign oder was weiß ich. Ja. Dafür ist es noch ein bisschen zu früh, auch wenn ich darauf Bock hätte so, aber ich muss schon den Fokus aktuell absolut auf mich selber legen und die Jungs um mich rum so. Ich lese oft so bei hiphop.de und so weiter, ne? Es gibt auch Agenturen, die sich dafür einsetzen und damit auch spielen und arbeiten, dass Hip-Hop als Ganzes, ne? So wie in Deutschland viele Teenager in den 90ern aufgewachsen sind, dass es das in der Form ja auch noch gibt und dass es die Elemente noch gibt und dass es ineinander greift und so weiter. Ne? Und ich finde, dass da viel artifiziert wird. Ne? Ich glaube schon, dass Breakdance so gut wie gar nichts mehr mit dem zu tun hat, was du jetzt zum Beispiel machst. Nee, ich glaube, was nicht aufhören sollte, ist, dass man sich Respekt zollt und auf jeden Fall versteht, von wo alles kommt. Mhm. Aber dass sich die Sachen weiterentwickeln, ist genauso ein Naturgesetz. So. Ja. Und genauso wie, wenn du jetzt irgendwie 20 Sprühe an die Wand stellst und sagst, was hörst du für Musik? Werden die gewiss nicht 20 Leute sagen Rap oder Deutschrap. So, also Deutschrap noch seltener so mäßig, aber Alter, wie viele Leute gehen auf Techno feiern und gehen bomben, so, weißt du, das ist... Das war schon immer so, oder? Also, ja, also ich weiß nicht, das war ja auch, wenn, straf mich, wenn ich lüge so, aber ich glaube, Rap war, Graffiti war doch eher so und auch eine Sache, das kommt doch alles auch mehr so aus dieser Funk-Richtung und sowas, oder? Das ist doch... Also jetzt auch nicht unbedingt so ein Boom-Bap-Ding gewesen. Überhaupt so, deswegen, nicht. Ich glaube, das sollte man nicht zu engstirnig sehen. Ich finde es immer cool, wenn Leute irgendwie sich damit auseinandersetzen und sich dafür interessieren, von wo was kommt oder so sich diese Elemente-Sachen reinziehen. Aber ey, ich habe mich einen Scheißdreck für Breaken interessiert, weißt du, so oft dumm gesagt. Naja. So Respekt für das, was die Leute tun und das ist auch ein ganz eigener Kosmos und da gibt's safe krasse Leute und steckt viel dahinter. Oder jetzt auch über Felix Lobrecht, so die, er und sein Bruder, die waren sehr aktiv im Breaken so und die über die auch mitbekommen, ey krass, das war eine riesen Szene, so von Jugendclub zu Jugendclub pendeln und gucken, wer tanzt da, wer macht da, wer kann das, wer kann das. Deswegen, man sollte definitiv niemals den Respekt davor verlieren, aber jetzt irgendwie eine Erwartungshaltung daran zu haben oder ein Bedürfnis, das irgendwie Leuten begrifflich zu machen und dass sie das jetzt so feiern, wie du selber das feierst, so finde ich immer ein bisschen schwierig. Weil man wirklich sagen kann, dass Rap und Graffiti noch am nächsten aneinander liegen. Ja, safe. Also von diesen ganzen Elementengeschichten sind das wahrscheinlich so die beiden Sachen, die mit am meisten ineinander verwachsen sind. So. Ist oft so, ne? Auch immer noch. Ja, weil aber auch, ich glaube dann auch mit so... zum Beispiel Gruppen wie 187 oder sowas, die haben nicht versäumt, das stattfinden zu lassen in einem vermeintlich coolen Kosmos. Ich glaube, für viele war das immer so ein Problem, dass dieses Straßenrap und krass sein und sein Film fahren, das war nie so mit dem Graffiti in Einklang. Weißt du, Graffiti war immer so, das sind diese Rucksackträger, die mit einem Joint an der Wand stehen und ihre Bilder unter der S-Bahn-Brücke malen. Und ich glaube erst als die Leute auch gepeilt haben, ey, guck mal, alleine in Berlin, Alter, wie viele Leute mit einem nicht so straffreien Background waren mal
als Sprüher aktiv oder so. Alter, da gibt's so viele Leute hier, die heute auch nicht mehr malen vielleicht, aber so, das hat hier irgendwie dazugehört im Aufwachsen, so dass jeder mal so seinen Schmierernamen hatte, so jeder mal seine Phase hatte, wo er alles vollgemalt hat. Der eine ist mehr reingewachsen, der andere weniger. Mhm. Und deswegen, glaube ich, hat es schon auch so ein bisschen gebraucht, dass die Leute das so ein bisschen mehr miteinander kombinieren und auch verstehen, dazu stehen. Und ich glaube, mittlerweile hat so gefühlt jeder Rap-Artist, so irgendeinen in seiner Crew da im Umfeld, der auch Bilder malt und sagt, ey, sprüh mal meinen Namen und so, ich will das ins Video mit einbauen. Ja, so. Ja. Also das ist auch irgendwie eine coole Sache, dass das miteinander so gut funktioniert und sich so verträgt. So. Deswegen, wie gesagt, ich bin schon irgendwie froh darüber, dass dann auch über aktuellere Themen Leute einen neuen Bezug dazu gefunden haben oder ein neues Verständnis dafür auch bekommen haben, so. Weil es ist halt nicht dieses Opferhobby so mäßig. So, weißt du, das sind nicht alles Dullis so, und das tragen nicht alle Snapbacks und Baggy Jeans und stehen mit einer Jolle an einer S-Bahn-Brücke auf dumm. So. Weißt du, so, da sind auch ganz straighte Characters bei so. Mhm. Und ich glaube, das musste man erstmal irgendwie nach außen tragen oder ein Verständnis für schaffen. Aber dass die Elemente an sich jetzt auseinanderdriften, ist ja eine voll logische Konsequenz aus allem. So. Malst du selber noch aktiv viel oder ist es jetzt sehr wenig geworden? Oder? Nein, also ich sitze hier schon als rappender Part meiner Crew auf jeden Fall. Inwieweit ich irgendwie aktiv war, in wie doll und pipapo, kann ich jetzt nicht hier ausführen, so mäßig. Ja. Aber oder so. Du steckst auf jeden Fall, liegt an der Natur oder Crew, das sind ja auch deine Freunde wahrscheinlich. Wollte ich gerade sagen, also da sind wirklich, ein paar Jungs sind wie meine leiblichen Geschwister, so eng sind wir. Also so, ich habe mit denen mehr zu tun und mehr Bezug als zu meinen eigenen Geschwistern so. Und das hat uns auch eine Zeit lang auf jeden Fall ausgezeichnet so. Mhm. Und das ist aber auch dann der Grund, warum man sich dann auch so konsequent zurückzieht ein Stück, wenn andere Sachen im Fokus stehen. Weil bei uns war dann halt immer irgendwie der Punkt, ey, wir sind so ein enger, closer Kreis, wichtiger, als dass wir gesagt haben, ey, XY haben jetzt gerade keine Zeit, weil die sind mit anderen Dingen beschäftigt, wir brauchen irgendwelche Youngins oder sowas, lass uns Leute dazu holen, Hauptsache der Name wird gesprüht. So, weißt du, das war nie ganz unser Film und genau. Cool. Ich hatte dir im Vorgespräch schon erzählt, dass wir eine Playlist haben, die von unseren Gästen, die aus dem Bereich kommen, aus dem du auch kommst, die mit 5 Tracks füllen. Ja, Mann. Und ich weiß, du bist ja unvorbereitet. Du kannst ja das. Na, die Sache ist halt wirklich, wie weit jetzt dein Anspruch ist, dass da jetzt ein Song drin sein muss, der jetzt Graffiti-Bezug hat. Nein. So, also einfach jetzt 5 freshe Songs da reinpacken, das können wir schnell machen. Mhm. Ich habe vorhin nochmal schnell einen rausgesucht, weil ich wusste, der hat Graffiti-Bezug. Von Natia und 5 Mil. So, ich hoffe, ich habe die jetzt richtig ausgesprochen. Also so wie ich es gesagt habe, schreibt man die. We Want Mo. So, und der hat auf jeden Fall Graffiti-Bezug, der Song ist freshes Ding. Und dann hausch dir jetzt mal einfach noch ein paar raus, die ich selber in meiner Playlist habe, die ich jetzt irgendwie in jüngster Vergangenheit gehört habe. All Cool. So, ich hoffe, ich spreche den richtig. Also AL-KUHL ist der Songname. Von Jay Jarrett so und dann einmal Born Into It von Ops, O-P-P-S. Dann Blocks, wie man es spricht, und Tiny Boost. Das sind so drei Artists, ein Song. Feiere ich sehr. Dann Painting Pictures von Superstar Pride. Auch sehr krasser Song. Und was haben wir noch rein? GF8. GEEF, Leertaste ACHT, von Osho und Ips, sind zwei Niederländer. Hab ich auch so über Spotify gefunden, über Mix der Woche, aber habe ich gefeiert. Ich glaube, das waren 5 Songs. Cool, vielen Dank. Nichts Deutsches, ne? Nö. Also, weil du hast ja gesagt, ich meinte ja schon zu dir, die einzigen, die mir jetzt irgendwie mit Graffiti-Bezug einfallen, wären jetzt die Jungs von SFB, die Saftboys. Und die sind ja schon in der Playlist. Also den Song werfe ich gerne noch hinterher. Unikat von Saftboys und mir, kann man sich reinziehen. Ist vom neuen Tape von den Jungs. Haust du 6 rein diese Woche. Cool. Vielen, vielen Dank. Was kommt als nächstes? Du hast schon erwähnt, es kommt in 2 Wochen was, ne? Und dann. Ja, ich bin jetzt erstmal auf 3 Sachen als Feature vertreten. Du spielst das Splash, du spielst das Frauenfeld, ne? Genau, ist ja in einer Woche quasi. Also ich glaube, Splash ist ein Wochenende vorm Frauenfeld. Und davor will ich auf jeden Fall schon nochmal 1-2 Bretter rausknallen, die auch dann so für live ein bisschen kommt was mitspringen. Ja, auf jeden Fall. Ey, cool, dass du mich dran erinnerst. Mhm. Ich muss Werbung machen. Kauft euch Tour-Tickets. Wann? Ich würde mich freuen, euch im November auf meiner Tour begrüßen zu dürfen. Im November? Ja, 12 Städte.
Ist, glaube ich, für jede Region was dabei, wo man mal vorbeischnuppern kann. Folgt man dann auf Instagram bei dir, ne? Kriegt ja, safe. Einfach, einfach Google rein, Louvre Tour, und dann kriegst du schon die passenden Links dazu. Ansonsten Insta in meiner Bio ist der Link. Und deine Crew findet man auch auf Instagram, wenn man ein wenig sucht. Ja, ja. Aber das sollen die Leute selber suchen. Selber suchen. Wer nicht findet, findet nicht. Das ist nicht schlimm. Genau. Vielleicht geben wir noch einen kleinen Hinweis dann bei den Show Notes. Mal gucken. Das ist wie gesagt, also wir bespielen diese Kanäle nicht mal. So, ich glaube, auf einem Profil sind 30 Bilder, auf dem anderen 6 oder so von 2019 oder so. Also von einem Ding haben wir nicht mal mehr das Passwort. Und von das andere spielen wir nicht. Da ist der Geltungsdrang nicht groß genug. Ja. Also Video kommt erstmal auch nichts, ne? Graffiti-technisch? Hm? Nee, erstmal nicht. Also wir haben auf jeden Fall eine Menge Material, aber ich glaube, ich bin dann eher Fan irgendwie, wenn man dann wirklich mal die Dose sozusagen an den Nagel hängt, irgendwie mal ein Ding zu machen, wo alles drin ist, als jetzt irgendwie auf den ganzen Kanälen und sowas stattzufinden. Wir haben da ja noch eine Videoserie, 5 Minutes auf heißt jeden, die. Auf jeden, ja. Vielleicht kriegen wir mal was zusammen hin, wäre schön. Ja, muss ich mit den Jungs reden. Cool. Ich rap ja nur. Letzte Tradition, die ich noch im Podcast habe, ich frage mal jeden, ob sie jemanden vorschlagen wollen. Die waren ja noch nicht hier, war? Gebe ich das Ding einfach mal direkt weiter an Saftboys. Okay. Waren die schon hier? Nee, nein, war? Nein. Also ich weiß nicht, wie offen die dafür sind, deswegen ich hoffe, ich schiebe jetzt hier keine Absage rüber, aber geile Jungs, die sollten ja, glaube ich, auch mal ein bisschen den Senf schöner Vorschlag. Dazugeben. Alles Gute für dich, vielen Dank. Bis zum Splash spätestens, da sehen wir uns auf jeden Fall. Auf jeden, vielen Dank für eure Zeit. Danke auch. Bis dann. Bis tschüss. Bis dann, mach's gut.